Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 2. Ja, wir haben das Machtgefüge hier in der Zone wahrscheinlich wieder aufs Tiefste erschüttert. Und sind jetzt auf dem Weg zu der Hütte vom Schakal. Und wir sind hier in einem Gebiet, wo es zum Glück keine Autos gibt, muss ich mal sagen. So, also los geht's zum Schakal. Und wir haben schon wieder Gesellschaft hier. So, naja, die Waffe ist schon ein bisschen angenehmer wie die Schrotflinte. Der Schrotflinte haben wir halt doch ein bisschen mehr Probleme gehabt. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie viele Steine werden sie uns noch in den Weg werfen, um ans Ziel zu kommen? Wir möchten diesem Land doch nur ein bisschen Frieden bringen. So, ist das die Hütte des Schakals? Wir wissen es nicht. Hier drin! Ach, guck an. Fast. Her mit dem Koffer. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin. Also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen. Mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen. Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden. Also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Ach nee, das wollen wir natürlich nicht, ne? Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung. Was machen wir? Diamanten oder Dynamit? Komm, wir machen Dynamit. Ich möchte Dynamit machen. Komm. Sie wissen, wo Sie hin müssen. In einer Stunde bin ich tot und Sie auch. Wieder gewinnt Afrika. Ich glaube nicht, dass ich tot bin. So, zum Canyon-Überhang gehen und das Dynamit mit der Batterie zünden. So, okay. Na dann los. Und wo müssen wir hin? Hier zurück. Okay. Ich glaube nicht, dass wir sterben werden.
Rätsel, das muss doch hier sein, oder? Das ist da oben. Müssen wir irgendwie hoch? Das war jetzt das erste Mal eigentlich, dass wir uns entscheiden durften, was wir machen. Ne? Gut, wir gehen jetzt, keine Ahnung, irgendwie. Glaube ich, dass wir da hoch müssen, dass die nur mit wird, der bestimmt da oben irgendwie versteckt haben. Kommen wir mal hier lang. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Ist die Waffe verreckt? Ach du Scheiße. Was hast du für eine? Uns ist die Waffe verreckt. So wohl nicht. Wir verrecken auch gleich. Das muss ja wehtun ständig. Ist da nicht doch gerade einer gelaufen? Ich erlöse dich von deinen Qualen. So. Ich hoffe, wir sind richtig. Das Dynamit, okay. Gut. Entweder wir überleben es oder wir überleben es nicht. Das Messer schmeißt er schon mal weg. Okay. 3, 2, 1. Hasta la vista, baby. Oh mein Gott, das können wir nicht überlebt haben.
Nach dem Exodus wurden mehr als 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländer umgesiedelt. Hilfsorganisationen vermerkten eine überraschend niedrige Zahl ziviler Opfer. Die verbliebenen Führungsmitglieder der APR und der UFLL schlossen sich zu einer Übergangsregierung zusammen, um die Ordnung in diesem Land wiederherzustellen. Reuben Uge über Blatt-Berichterstattung von den Ereignissen fand keine Beachtung bei der internationalen Presse. Das ist so schnell. Die Identität des Schakals bleibt weiterhin ein Geheimnis. Offizielle Stellen beharrten darauf. Das wäre, ach, ich kann das so schnell nicht lesen, aber ich weiß auch nicht. Haben wir was verändert in diesem Land? Hat unser Tod eine Veränderung gebracht? Wir wissen es nicht so genau. Es war auf jeden Fall ein langer, langer Weg dahin. Es war bis jetzt das längste Let's Play, was ich hatte. Ja, es hat am Anfang nicht so wirklich Spaß gemacht, aber es ist doch irgendwie fesselnd gewesen. Man wollte halt doch wissen, wie geht es weiter. Und ja, wir gucken uns jetzt mal den Abspann an und wenn der Abspann rum ist, werde ich mich dann bestimmt nochmal melden. Also, bis gleich. Ist das so in Afrika heute immer noch so, dass durch Bürgerkriege oder durch korrupte Regierungen Hunderttausende Leute auf der Flucht sind, Millionen Leute auf der Flucht sind, Millionen Kinder verhungern, nur damit ein paar Leute die Taschen voll kriegen? Ich nehme an, dass dieses Spiel dieses Thema eigentlich ganz gut aufgefasst hat. So ein bisschen ein Thema gewesen, was auch viele Leute da unten hinrafft. Es fehlt einfach an alles und nur ja. Solltet ihr mal vielleicht dieses Spiel irgendwann mal spielen? Ich weiß, es ist ein altes Spiel, aber es hat doch relativ, naja, nicht immer Spaß gemacht, aber es hat die meiste Zeit Spaß gemacht. Es waren viele, ja, noch Bugs drin, die, was soll ich sagen? Das hat Spaß gemacht. Und wir werden uns auch bestimmt wieder sehen und hören in der dritten Reihe in Far Cry 3.
Darauf freue ich mich auch jetzt schon. Wie gesagt, es war ein langer Weg, es war mein längstes Let's Play und naja. Lassen wir uns überraschen, was uns in Far Cry 3 erwartet. Da haben aber viele Leute mitgemacht, sehe ich gerade. Oh.
So. Wir haben es geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und für die, wo wirklich diese über 60 Folgen dieses Let's Play verfolgt haben. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es genauso überstanden wie ich. Ja, überstanden ist gut. Wir hatten extrem mit einigen Bugs zu tun gehabt. Ja, und ja, mein Gott, das Spiel ist von 2008. Aber wisst ihr was, mir macht Spaß und ich hoffe mal, euch macht es genauso viel Spaß. Ja, begleitet mich dann in der nächsten Runde, wenn es dann wieder heißt Far Cry 3. Ja, und ich freue mich schon drauf, irgendwie. Ja. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Cedric.